Dauert das lange? Da geht doch. Man muss nur meckern. Ja, meistens so. Okay, wir haben endlich mal Glück. Wir haben endlich mal nur Tier 5 dabei. Die Karte hatten wir gestern auch schon. Ja. Ach, ihr startet unten. Du hast hier ja, die Medium- und die Med-Linie. Hier drüben starten die Heavies und die TDs meistens. Ihr habt jetzt unten auch noch ein TD dabei. Ja. Was aber nicht weiter schlimm ist, ihr fahrt jetzt einfach am besten hier oben hoch. Entweder erstmal an den Hügel. Oder wenn es klappt, ohne dass ihr halt geschossen werdet, an den Hügel ran. Ach wirklich, da jetzt? Okay. Ja, ja, und dann kommen die Mediums euch hier entgegen oder meistens fahren auch hier ein paar Gegner lang. Alles klar. Wenn ihr halt hier steht, könnt ihr von da rüber schießen. Wenn ihr hinten steht, könnt ihr halt erstmal nur hier kämpfen. Los geht's! Oh, Junge! So. Jan, warte! Ja, kannst ja gleich mal gucken. Vielleicht hast du ja nach dem Gefecht schon die Möglichkeit, irgendein neues Modul einzubauen. Vom Panzer. Sollte es auch schon mal bedeuten, besser vorwärts gehen. Ich finde, man sollte die jüngeren Leute auch mehr ansprechen bei Blood of Tanks. Es fehlen noch so optische Customizing-Sachen. Tattoos auf der Seite, Unterbodenbeleuchtung, eine fette Anlage im Kofferraum hinten. Das gibt's alles in Mod-Form. Allerdings siehst du da nur jetzt du. Echt? Ja, klar. Du kannst, es gibt da den Panzer-Maus, den gibt's ja auch. Da gibt's zum Beispiel einen, ja, die Sendung mit der Maus kennst du ja. Ja. Und dafür kannst du die ganzen Skin runterladen. Dann sieht die nicht aus wie ein Panzer, sondern sieht dann aus wie... Hör auf. Ja, hat dann halt die Sendung mit der Maus. Lackierung drauf. Das war eigentlich sowas von unernst gemeint. Das weiß ich. Und dann aber kommst du mit sowas in die Ecke. Mal, ich wollte dich einfach mal vor veränderte Tatsachen stellen. Und nochmal schnell hier die andere Munition laden. Ey, aber ganz ehrlich, ich hätte mir World of Tanks... Oder ich habe es mir so langweilig vorgestellt, dass das so viel Spaß macht. Das hätte ich nicht gedacht. Es ist echt so ein geiles Spiel. Komm, du hast dich ja auch so lange feiern lassen, bis du endlich mit angefangen hast. Boah, aber ordentlich reingehauen, ey. Das gab Schaden. Au, au, au. Wo ist er? Unsere, ich hab's auch schon hinter mir. Ich bin gerade in drei gegnerische TDs reingefahren. Wo ist er? Ja, jetzt. Ist das die Art von der Seite? Nein, das ist die Seite. Die schießen jetzt hier von der Seite rüber. Ja, ich seh's. Ich geh erstmal hier hinter. Boah, ich hab grad so viel Damage gemacht bei dem einen. Ich bin mal eben ganz kurz auf. Bis gleich. Jo, bis gleich. So, wenn es da die beiden sind, ich versuch mal was. Was Sinn macht, keine Ahnung. Ich fahre jetzt mal hier rechts wieder lang. Ich weiß nicht, ob ich jetzt voll in deren Schussbahn reinfahre oder ob die sich jetzt wirklich nur auf die beiden da links konzentrieren. Okay, dumme Idee. Ich wurde gespottet. Wow, und die Artillerie. Nee, es war keine Artillerie, oder? Stuck 3. Ich weiß jetzt gerade nicht. Danke, Jan. Los, komm, die kriegst du. Das geht nicht gut aus, Jan. Oh, und beide so angeschlagen. Was jetzt? Ja, das ist. Er wartet quasi nur, ne? Ich würde auch gerne mal irgendwann eine Artillerie spielen, einfach um zu sehen, wie das aussieht. Sascha sagte schon, man schießt so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Genau, richtig. Mhm. Ah, du hast den Schuss abgewartet. Du hast den letzten Schuss wohl nicht gehört. Nein! Shit. Na, war das Gefecht noch gewinnen? Ist sehr ausgeglichen gerade, ne? Also ganz ehrlich, obwohl noch keine HD-Karten im Einsatz sind, ich finde die Weitsicht und die Optik so eigentlich schon echt stimmig, ne? Ist echt schön gemacht. Sieht echt gut aus.
Aber es zählt ja trotzdem. Danach noch zwei Gefechte. Ja. Ne? Jetzt kriegt er von hinten auf den Sack. Los. Ja, gefährlich. Das wird nichts. Der hat so eine geile Position, der snackt uns da alle weg. Macht die Artillerie da gut. Er trifft aber auch nicht. Keine Chance. Der ist echt nur eine Zielscheibe da. So. Mhm. Der 3 nah ist unsere Artillerie, ne? Wie bitte? Der 3. 3 nah? 3 nah? 3? Ist das ein I? Das ist ein L. 3 nah. Das ist unsere Artillerie. Ja. Ja. Oh, der hat gut getroffen. Jetzt nochmal, dann ist er weg. Komm. Komm, die kriegst du, komm. So, ich bin auch wieder da? Ja, gut. Yes, Baby. Vater. Zack, der ist weg. Jetzt wurde er entdeckt. Ach, von links. Ja, das verlieren wir wahrscheinlich trotzdem. Yes. Ja, geil. Aber wenn ihr die ins Krieg, ne? Toll. Wer denn da, ey? Er hängt da fest. Ja, klasse. Den wird auch keiner finden. Das wird eine Endlosrunde werden hier. Naja, länger als 15 Minuten kann das Gefecht jetzt zum Glück nicht gehen. Teamchat, mal kurz reinschreiben. Ja, kannst versuchen, ob einer darauf reagiert, ist halt die nächste Geschichte. Saving Private John von Neumann. Was liegt da auf der Seite, oder was? Ja, der hat sich festgefahren da unten. Okay. Einmal mit Profis, ja, Lars, genau. der kommt da nicht raus. Das ist ein super Versteck. Der wird da garantiert auch nicht gefunden werden. Aber... Ja, im Zweifelsfall fahren sie halt in die Basis und campen das, ne? Na, unsere Artillerie ist noch da. Der hat auch gut Schaden gemacht gerade. So, jetzt fährt sich der nächste noch mit fest. Der guckt gerade. Denkt bestimmt auch, was macht der denn da? Ich sollte doch unter der Brücke C4 anbringen. Ja, genau. Ja, I'm stuck. Ach. Erzähl mir was ich noch nicht weiß. Jetzt leben noch 4 Gegner. Was machen die denn, dass die gar nicht unterwegs sind? Und jetzt schön lachen. Oh Mann. Ja, halt ihn schön in den Arsch hin. Oh, jetzt verlieren wir echt wegen so einem Mist. Oh, das kann nicht wahr sein. Echt jetzt? Ja, stimmt. Lars schreibt gerade, das nennt man Campen. Ja, ja. Das ist gezieltes Campen da, was er da macht. Ja, aber hat die Artillerie jetzt ihn nicht gesehen? Der hätte sie doch verraten, ne? Ja. Komm, hinten rechts der. Das ist ein Schuss. Ja, genau. Er zielt richtig. Komm. Und danach den auf offenem Feld. Komm. Yes. Ja. Ja, und jetzt hat er nach unten. Oh, das wäre so nice. Oh, von hinten. Oh, von hinten. Nein. Ja, das war's jetzt. Ja, toll. Schade. Und jetzt? John von Neumann? Was macht man jetzt mit dem? Da wissen die, wo der ist. Na, er fährt nicht. Also, wenn sie ihn suchen, werden sie ihn auch früher oder später finden, weil... Dadurch, dass er ja schon mal aufgeklärt war, sehen die die letzte Position von ihm auf der Karte. Und ja, entweder fahren sie da direkt hin oder die suchen ihn dann dementsprechend. Oder sie fahren halt im Camp, ne? Das sind die beiden Szenarien, die quasi passieren können.
Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Auf, der holt hier gleich noch. Ja, ich rechne damit. Das wird so eine Never-Ending-Story, ey. Vielleicht rammt ihn da ja auch einer runter. Sodass er wieder fahren kann. Dann wird's nochmal schwer. Nein! Oh! Das gibt's nicht. Der hat sich quergelegt. Nein. Was ist das denn? Oh. Gut, also die Aufzeichnung behalten für ein Best-of. Very best of, ja. Aus kommt der andere. ADAC ist da, los, komm. Legt sich auch noch quer. Ja, das wär's jetzt. Oh, das kann nicht wahr sein. Ey. War richtig gut. Aber oh, der andere findet ihn jetzt wahrscheinlich. Alte Kamera hier. So, und. Pass auf, und zack, weg. Ja, mitten im Leben. Panzer im Brennpunkt. Definitiv, ja, hat was davon. Und zack, hinter Mann. Motor kritisch getroffen. Wir stehen. Was für eine Runde. Eine jetzt noch, ne? Ne, zwei. Zwei noch. Zwei Runden noch. Gott, Gott, Gott. Na, die war sehr, sehr lang. Die war mega witzig. Ja. Gar nicht geschaut. Die Kette bringt mir mehr als nur mehr Gewicht tragen, oder? Bin ich jetzt auch schneller? Oder kann ich jetzt besser Wendegeschwindigkeit hochfahren oder so? Wendegeschwindigkeit und die hält ein bisschen mehr aus, glaube ich, ne? Ach ja, die genau. Reißen ja auch, stimmt, okay. Genau. Das hast du quasi jetzt von einer besseren Kette. Ja. Dadurch, dass du halt ja Medium mit starrem Turm fährst, ist es immer relativ schlecht, mit dem halt anzugreifen. Ja. Ich habe damals nicht die Idee gespielt. Ich hatte einen Ansetzer drauf, eine Schere und ein Tarnetz. Matze! Gleich die alten Module verkaufen! 50 Ausrufezeichen. Ja, du hast recht. Das hat mir der Sascha auch letztes Mal erklärt gehabt. Ja, aber er wollte sie ja mal aufheben. erst mal aufheben. Mal gucken, ob ich das nochmal gebrauchen kann. Ja, nein, kannst du nicht. Die Fahrt zum Schrotti muss sich lohnen. Genau. Also was du jetzt, wie du jetzt auf jeden Fall spielen kannst, du kannst dich hier oben mit hinstellen auf Bravo 1-2 und zielst dann nach hier auf diese beiden Linien runter. Okay. Wie gesagt, das ist mit dem Panzer völlig konform, wenn du den als TD spielst, weil der ist einfach... Also ich persönlich finde ihn super schlecht. Er hat mir auch total gar keinen Spaß gemacht. Ja, Dito. Und ja, dann kann Jan kann dann hier schön aufklären in dem Bereich. Und dann kannst du halt bestenfalls auf die schießen von da oben. Auf die schießen halt kann ich, ich sollte bestenfalls aber auch treffen. Ja, das ist natürlich da die A-Lösung, gar keine Frage. Kann ich mich aber hier im Busch verstecken? Ja, du musst halt relativ hoch stehen. Entweder links und rechts von dem Stein. Da steht ja schon ein Panzer 1C drin. Ja. Es gibt noch eine Möglichkeit. Es gibt noch eine Position hier mit dem Gebüsch. Wo ja, ich habe mich jetzt hier erstmal hingestellt. So. Oh, warum kein HE-Laden, Matze? Ich finde HE eigentlich ziemlich... Also ich bin noch gar nicht im Thema groß drin, aber ich finde die eigentlich recht geil, um Schaden zu machen. Oder sind die sehr unpräzise? Oder warum... Nein, du hast jetzt halt keine, keine großkalibrige Trollkanone mehr drauf, ne? Also keine Derp-Gun mehr, wie man auch gerne sagt. Bleib stehen. Deswegen machst du mit HE dann nur Schaden auf leichte Ziele, also wirklich viel Schaden. Die normalen Ziele penetrierst du mit AP einfach besser. Wo rast der denn hin, der Kleine? Das hab ich mich auch gerade gefragt, der war so schnell wieder weg. Ja. Mann, Mann, Mann. Der Lux kommt dann wieder angeflogen. Das ist so schwer hier mit dem starren Geschütz. So, los komm, zeig dich. Ah, da kommt der B2, da brauche ich auf jeden Fall Hilfe drauf. Wo denn? Der kommt hier oben jetzt angefahren. Müsstest du gleich sehen können. Kommst du schon ran, Julian? Ja. Ja, hier kannst du jetzt zum Beispiel wieder HE schießen. Das ist so ein Panzer, wo du halt ja, eigentlich gar keinen Schaden machst, weil der so mega gut gepanzert ist und du halt noch die Stockgun hast. Also die erste Kanone, die halt nie so gut ist. Auf Distanz, ey. Null Schaden mit HE, ja. Ja, ich glaube, der Matze, der ist auch gerade in Rage da hinten, weil ich mit HE schieße. Ich habe gerade Schaden mit HE gemacht und wie gesagt, wenn du so nicht durchkommst, dem B2, das hast du vorhin selber gesehen, wie
schwierig das war mit der Kiste. Als wir schauen, auf letzten Drücker noch Ehrenberg verloren haben. Ja. So, hier sehe ich auch nichts. Alter Schwede, diese Luchse, ne? Oh, den kriege ich, den kriege ich. Komm, komm, komm. Nein, nicht bewegen, nicht bewegen. Ah. So, zweimal Schaden gemacht. Los, komm, komm wieder vor. Genau. So, nochmal. Nochmal und komm, dich hole ich, dich hole ich. Komm, komm, nein. Komm. Ah, Mist. Jetzt kommt der Kleine rum. Komm, komm, komm. Oh, Mist. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Kleinen, der hier rumgehst. Ja, der Lux nimmt dich auf jeden Fall auseinander, ja. Da gerade mit mir auch gemacht. Das ist bei Lux, ja. Ich kann auch nicht mehr runterzielen. Ich stehe hier ziemlich schlecht gerade, gefühlt. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh Gott. Lässt es einfach auf dich zukommen. Oh. Ja, die werden dich eh gleich umkreisen, zu zweit. Kannst halt nur Glück haben, dass einer vorne rumkommt, da wo der Kanone hinzeigt, so wie jetzt. Und jetzt wieder mit AP schießen auf jeden Fall, ne? So, jetzt kommt der zweite von hinten. Ah, dreh dich, verdammt! Oh, dieser langsame Panzer, ey. Deswegen sag ich ja, spielen wie ein Jagdpanzer. Dein Fahrer ist aber auch tot, ne? Jetzt dreht er sich sowieso nochmal langsamer. Ja, das kann nicht wahr sein. Aber Hauptsache nochmal schießen. Ja! Jawohl, siehst du das? So, mal nochmal Schaden gemacht. Mehr ging nicht, mehr ging nicht. Er hat dir immer noch die Gelegenheit gegeben. Ja. Der Panzer hat keine, was? Grunddepression? Ja, er versteht das nicht, dass du noch nicht lange dabei bist. Achso, ja, ich spiele gerade zum zweiten Mal heute, lieber Matze. Er wirft ja gerne mit vielen Fachausdrücken um sich, aber das bringt dich halt nicht weiter, wenn du nicht weißt, worum es geht. Ja. Aber Gun Depression ist der negative Richtwinkel, also wie weit du dein Geschütz nach unten richten kannst. Alles klar. Ja, diese olle Grunddepression bei Panzern. Das ja. Man kennt's. So, pass auf, wenn jetzt mal dem was Lux nochmal was macht der denn jetzt? Was macht der denn jetzt? Es gibt hier eine ganz abgefuckte Position, und zwar, wenn du dich da nämlich versteckst, die Spieler, die das Spiel schon länger spielen oder auch die Map kennen, die wissen, dass man sich da gerne versteckt. Ja. Aber der wird das jetzt halt hier bis aufs Äußerste, ja, rauszögern wollen. Wenn du ganz viel Glück hast und die Gegner nicht wissen, wie sie da hinkommen, versenken sie sich oder die fahren so, dass du sie treffen kannst, aber sie dich nicht. Okay. Ja, Lars rastet auch ein bisschen aus. Alle hysterisch. You watch YouTubers? Schreibt der B1? Ja, der hat doch gerade schon gesagt, dass wir ein Loop-Team sind. Oh ja. Und Achtung bei H1. Tja. Naja, jetzt machen sie es halt einfach, ne? Jetzt cappen sie das durch. Ist wesentlich schneller, als wenn du den Panzer hier noch 10 Jahre lang suchst. Richtig. Ja, dann noch ein Match. Dann ist auch der T-127 frei. Ja, dann haben wir das Tagesziel auf jeden Fall erreicht. Ja, und 23 Uhr kamen wir auch gut hin, ne? Ja, doch. Ein Match noch? Wir haben jetzt halt zwei Gefechte gehabt, die sehr lange gedauert haben. Das hier, ja, dauert jetzt Gott sei Dank nicht mehr so lange. Richtig, 30 Sekunden noch. Ja. Aber dann haben sich auf jeden Fall deine Credit-Sorgen fürs Erste erledigt. Weil wenn du dann halt Credits brauchst, dann spielst du halt einfach so lange mit dem Premium-Panzer. Mit einem Dreier natürlich wesentlich aufwendiger. Wenn du das mit einem 6 oder mit einem 8er machst. Jetzt gabeln sich ja die Panzer, die ich freispielen kann nach dem M3D. Genau. Soll ich jetzt beide nächsten Optionen freispielen oder erstmal ein und weitergehen? Ich würde auf jeden Fall beide freispielen. Oh. Hat zum einen den Hintergrund, dass du dann die Möglichkeit hast, auf beide Räume zu wechseln, ohne dass du den Panzer halt noch haben musst. Ja. Und die Crew ist auf jeden Fall besser ausgebildet, weil die Crew, die du jetzt hast, solltest du dann auf jeden Fall auf dem M4 mitnehmen. Das ist dann der 5er, der danach folgt. Oder haltet. Jetzt geht's los hier. Oh, Lars. Ach, ist das wieder schön hier. So macht das doch Spaß. Witzig, witzig. Die Karte hatten wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht. Ja, Jan kann im Prinzip hier aufklären fahren. Muss aber halt immer in Bewegung bleiben, weil
Ja, die Gegner werden sich irgendwo so hier in dem Bereich auf jeden Fall positionieren. Ein paar werden in die Stadt fahren. Du, Julian, fährst hier auf den Hügel. Okay. Aber so ein bisschen am Hinterhang halten, so dass du halt mit der Kanone auf jeden Fall hier in diesem Bereich wirken kannst. Warte, der erste Hügel oder der zweite? Was war das? Der zweite, diesen Hügel fährst du hier rauf. Ja. So steht dann in Deckung, also stellst dich halt hinter irgendeinen Busch. Am besten keinen Baum umfahren, weil die auch Artillerie. Ja, und dann guckst du halt in diesen Bereich hier mit rein. Und schießt auf das, was da kommt. Oh, sehr schnell. Oh, der ist es auch schnell. Ja, ich grüße dich, ich bin auch nicht viel schneller. Ich bin sogar überhaupt gar nicht schneller. Mich schiebt gerade nämlich ein anderer M3 Lee. Das haben wir nicht von ihm. So, auf den Hügel hier saßt du. Hm, genau. Dann gleich Geschütz entstellen, da kommt schon ein Cheffi. Aber der fährt jetzt unten in die Senke. Und ihr spielt es mit AP-Munition oder HE? Du spielst es mit AP. Also auf alle leichten Ziele, die du so penetrieren kannst halt. Ja, jetzt verjagen die alle schon, bis du überhaupt da bist. Schade. Ja! Jawohl, sehr schön. Wo war der andere? Da waren zwei. Da waren zwei. Ja, ja, der eine war hier zwischen den beiden Gebäuden und der andere. Irgendeiner hat mich auch gesehen, ich kassiere gerade Schaden. Ja, dann musst du auf jeden Fall wieder zurückfahren. Aber ich blocke auch ganz viel. Da ist nur ein Schaden durchgegangen, ich habe ganz, ganz viel geblockt. Das ist gut. Oh, Matze schreit auch gerade zurück! Ja, ja. So, und... Mir war gerade so, war da nicht einer? Da waren zwei, also da stehen jetzt sogar auch noch mehr drin. Da kommt jetzt auch alles, was er haben gefühlt. Mist, auf jeden Mist. Fall. Oh, das ist Deskelor. Auf den schieße ich nicht. Du kannst wieder schießen und ansonsten in Deckung wieder fahren, wenn du selbst siehst. Ja, ich merke, ich wurde gerade schon wieder gesichtet. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Komm. Ne, der kommt nicht mehr zurück. Zwischen den Gebäuden tauchen jetzt immer wieder Panzer auf, da vorne. Die meisten stehen jetzt sicher. Ich bin auch schon wieder aufgeklärt, ich werde jetzt vom Hügel beschossen wieder. Ja. Ach, ohne Scheiß, das Spiel macht so einen Spaß, ne? Er freut mich, dass es für dich ist. Im ersten Moment habe ich es nicht gedacht, dass dich das so begeistert. Aber freut mich, dass du überhaupt angefangen hast. Autsch. Ich konnte noch hier gerade durchgucken. Ja, ich brauche hier mal deine Hilfe auf der Seite. Wo denn? Rechts, links, geradeaus? Rechts auf dem Berg. Okay, da steht noch mehr. Hier stehen auf jeden Fall noch viele TDs von denen. Ah, scheiße. Oder die beiden, die halt noch leben, stehen da auf jeden Fall. Der Lux stand gerade noch wieder auf dem Berg. Ist da hinten einer angefahren gerade? Sascha, du bist weg. Oh, und Jan auch. Ja, wir haben es beide hinter uns. Warte mal, bis es dich richtig trollt. Ja, garantiert. Ich bin auch echt super schlecht in solchen Spielen. Am schlimmsten sind MOBAs. Das Prinzip der MOBAs mag ich zwar total gerne, aber ich bin total schlecht in MOBAs. Nein! Ich hätte gerade auf ihn schießen können. Ja, pass auf, von links kommt gleich noch ein M3 Lee. Du stehst jetzt erstmal noch in deinem Gebäude, da bist du erstmal sicher. Von links? Denk dran auf jeden Fall noch, dass die Artillerie schießt. Jetzt kommt er rumgefahren. Jetzt kannst du auf den M3 Lee hier schießen. Jetzt ist er gerade wieder reingefahren. Jetzt kommt er am Gebäude wieder vor. Ja, ist kaputt. Hier links? Ja, ich seh's. Ja, vielleicht hat er ihn auch gleich alleine. Ja, er hat ihn alleine. Alles klar, ich hab ihn gerade. Okay, zurück. Zurück, du hast gerade einen Treffer gekriegt. Ja, du bist auf jeden Fall aufgeklärt und du kriegst gerade Treffer oder hast gerade einen Treffer gekriegt. Oh, der andere M3 Lee, der hängt jetzt auch quasi fest. Ich hing ja auch in dem Gebäude fest. Da hinten. Die gegnerischen Panzer. Einer kommt jetzt von hier langsam rumgefahren. Und hier stehen auf jeden Fall auch noch welche. Wie geht die so jetzt? Nee. So, nochmal auf der Karte, ich hab nicht geguckt. Von hinten rum, hier über die Eisenbahnschienen. Kommt gleich einer rum, T-80, und hier in dem Bereich stehen auf jeden Fall noch zwei gegnerische Jagdpanzer. In dem Bereich? Ja. Solange du hier auf dem Hügel bleibst und einigermaßen im Gebüsch stehst, machst du auf jeden Fall nichts falsch. Weil wenn die jetzt kommen und angreifen... Hashtag Sascha der Noob. Du machst nichts falsch. Ich will dir doch nur helfen. So, und da rechts sagst du, kommt auch noch einer rum. Was?
Da rechts kommt auch noch einer rum von der Brücke. Ja, ja. Also ich sehe gerade. Vielleicht kriegt die Su-85 den, ich weiß es nicht. Ja, ich sehe original nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich mich weiter vortrauen soll oder nicht. Ich sehe gar nichts. Erstmal nicht. Erstmal fährt da hinten noch der Covenant herum. Das ist ein Scout. Ja. Der hat jetzt auch gerade die gegnerische Artillerie entdeckt. Vielleicht entdeckt er auch noch weitere Panzer von. Ja, hier, gerade durch, oder was? Position aus. Ja, bleib einfach hier stehen. Fahr noch ein bisschen vorwärts rechts an den Baum ran. Aber, ja. Vorwärts rechts. Da ist noch so ein kleines grünes Busch, genau. Okay, jetzt hat der gegnerische AT den Marder zerlegt. Jetzt kommt der T-80 von hier unten. Jetzt kann sich umdrehen. Einmal komplett. Fährt jetzt gerade hinter das Haus. Die Su-85 müssen den aber gleich wieder aufklären. So, entweder fährt er jetzt halt hinterm Haus lang oder vor dem Haus. Das werden wir gleich sehen. Aber der Covenanter räumt da gleich weiter auf. Muss jetzt halt immer wieder die Minimap im Auge behalten, ne? Ob der hier rumkommt oder ob der hier welche aufklärt und dann musst du dich halt dementsprechend umdrehen und reagieren. Ich höre hier ganz laut. Achso, aus mir ich. Ich höre ein Panzer, aus mir ich. Ah, okay. Der gegnerische TD hat unseren Scout platt gemacht, ohne dass er ihn überhaupt gesehen hat. So, da ist jetzt die Matilda. Du hast vermutlich keine Premium-Munition dabei. Jetzt. Komm. Ah, jetzt schießt der T-80 aber auch noch von dir. Ja, jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt geht's hier genauso wie mir. Das war jetzt der T-80. Die Su-85 hat den leider nicht aufgemacht. Lars schreibt gerade, Dr. Sommer, nur noch aufklären. Genau. Spotten. Ja. Und zack, das war's. Aber so doof es klingt, für mich egal. Ich habe jetzt mein T-127. Ich wollte es gerade sagen, ja. Tagesziel erreicht, egal wie. Die Ketten hast du auch schon erforscht, das ist auch schon ziemlich gut, weil da kannst du jetzt straight auf die Kanone gehen. So, und wenn du noch den Motor, glaube ich, nee, war der Motor, doch, der Motor war noch offen. Die Funkräte hattest du schon von dem Panzer davor erforscht. Ja, und dann musst du halt selber wissen, willst du erstmal Medium weiterfahren, also halt bewegliche Panzer? Ja, finde ich ganz gut. Finde ich ganz gut. Schwere Panzer fahren. Ja, du kannst den M3L jetzt halt nicht mit den anderen Mediums vergleichen einfach. Einfach, weil das scheiße ist. Ja. Oh, jetzt war es gleich. Ja. Jetzt kommt er halt noch vor. Ist ja nett. Er fährt ja noch vor. Er wirft sie jetzt in den Tod. Er zögert sich noch länger hinaus. Oder doch? Ping! Ping! Na, nimmt er noch raus? Na komm. Er hat auf jeden Fall Angst. Fährt. Ja. Und das war's.